Ja, hallo Gabi, schön, dass ich mit dir hier sein darf, hier in Pirmasens. Was macht die Stadt für dich denn so schön oder so besonders schön? Ja, erstens mal ist meine Geburtsstadt. Ich bin hier geboren, aufgewachsen, zur Schule gegangen, habe viele Freunde hier, kenne mich super aus. Ich finde, es ist eine Stadt der kurzen Wege und ich kriege alles, was ich brauche. Und kann aber auch in die wunderschöne Umgebung gehen, die wir hier haben, der Pfälzerwald und die Nähe von Elsass. Mir gefällt es hier. Wie ist es denn für mich als Pirmasens-Urlauber bzw. Pirmasens-Städtereisender? Was muss man denn unbedingt gesehen haben, wenn man hierher kommt? Stichwort Sehenswürdigkeiten. Ja, also durch das ich ja Gästeführerin bin und dann zeige ich natürlich den Leuten hier die wunderschöne Fußgängerzone oder hier den Exerzierplatz. Und auch den Schlossplatz und dann diese Sehenswürdigkeit, das alte Rathaus, die Lutherkirche, den Schusterbrunnen, den Schlossbrunnen, der ja auch einmalig ist eigentlich so, der wird viel fotografiert. Wir haben auch das Dynamikum hier in Pirmasens, die ehemalige größte Schuhfabrik Europas, die umgebaut wurde. Da haben wir ein Mietmachmuseum. Also es gibt unheimlich viel hier zu entdecken, außer in der wunderbaren Umgebung und der schönen Natur. Du hast ja vorher gesagt, du bist gebürtige Pirmasenserin. Das heißt, du hast ja sicherlich einen Lieblingsort oder eine Lieblingsecke in Pirmasens. Welche ist es denn und warum? Ich gehe am liebsten ins Stricktal, weil es einfach ein Naherholungsgebiet ist. Es hat alles dort, es hat Ruhe, es hat Bewegung. Man kann allein sein, man kann Leute treffen. Ich gehe auch gerne in die Stadt, in die Fußgängerzone, je nach Lust und Laune, wie ich gerade drauf bin. Oder in mein tolles Fitnessstudio, das kann man auch wirklich sagen, das kann man weit und breit nicht so ein schönes Fitnessstudio sehen wie hier in Pirmasens. Unbezahlbar. Okay, herzlichen Dank. Super. Gerne.